Ja, moin Leute, was geht ab? Erstmal natürlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Ich brauche hier nicht auf geheimnisvoll tun, was wir hier gerade machen oder wo ich gerade hinfahre. Denn heute geht es zum lieben Justin von Boost Company. Wird dem einen oder anderen natürlich schon bekannt sein hier auf YouTube. Und ja, der hat sich bereit erklärt, bei mir das Fahrwerk zu verbauen. Und ja, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg zu ihm. Ich habe hier noch knapp einen guten Kilometer. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich vor Ort bin, dann quatschen wir noch eine Runde und dann seht ihr den Fahrwerkeinbau. Ich freue mich mega, weil wir jetzt hier sehen können, es ist schön sonnig. Wir haben gerade 6,5 Grad Wärme. So, Sonne scheint auch. Alles schön, Chaco. Und ja, ich freue mich. Und da würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich. So Leute, endlich angekommen. Ich bin jetzt beim lieben Justin. Was geht? So, und jetzt sind wir hier in seiner Halle und ja, wie ihr schon natürlich gesehen habt, nein, gesehen habt das noch nicht. Heute wird im Golf 5 GTI in der weißen Perle das Fahrwerk verbaut. Und ja, Justin ist da so zwiegespalten, glaube ich, mit dem Fahrwerk. Ja, ich sag mal, ich lasse mich überraschen. Ich kenne ein, zwei Meinungen. Ich habe schon öfter jetzt gesehen, wie die Leute das Fahrwerk verbaut haben. Aber weißt du, was ich an dir sehr schätze? Dass du dir wirklich sagst, ich mache mir selber ein Bild davon. Ich vertraue nicht immer nur drauf, was alle sagen. Weil, wann schreibst du was ins Internet? Ich glaube, viele schreiben wirklich was ins Internet, wenn was schlecht ist. Wann schreibst du mal, yo, geil, das Fahrwerk hat mir jetzt voll gefallen oder so, ne? So ins Internet rein. Ich glaube, deswegen ist das ziemlich gut, dass du jetzt einfach mal sagst, ich mache jetzt die Erfahrung und wenn es blöd ist, dann muss man halt nochmal ein anderes Fahrwerk einbauen. Richtig. Man muss auch dazu sagen, das Fahrwerk war jetzt nicht allzu teuer. Das habe ich auf eBay gekauft. Ich glaube, für 203 Euro. Domlager vorne, hinten plus die, was sind das für Schrauben? Das sind die für vorne, die den Achsschenkel zusammenhalten. Genau, ihr seht ja, ich habe da großen Plan von. alles nach Empfehlung von Justin gekauft, was man da alles so braucht fürs Fahrwerk, damit es einmal frisch ist. Ja, es ist halt einfach schön, wenn du ein Fahrwerk machst, dass du auch gleich die Schrauben mit neu machst. Und dann weißt du einfach, dass alles gut ist, wenn du da irgendeine alte Schraube rauswirkst. Und jetzt sag ich mal, du wohnst auch noch da im Harz, wo es viel Schnee und Salz halt einfach auf der Straße ist. Da hast du halt einfach das Problem, dass manche Schrauben vielleicht nicht mehr ganz so easy rausgehen. Genau. So, jetzt würde ich mal sagen, gibt es einen kurzen Einblick in das Fahrwerk. Was ist denn hinter dem Verstellteller hier? Schau mal, hier ist der hintere Versteller. Die kommen hinten auf die Feder mit drauf. Ja. Hier hast du das Fahrwerk für vorne. Natürlich alles zweimal, wie es sich gehört. Dazu gehören jetzt noch zwei Federn. Jetzt mal gucken, entweder ist hier die Vorderachse drin. Ah, Vorder- und Hinterachse immer in einem Paket, weißt du? In so einem Set haben die das hier reingetan. Okay. Das ist schon mal gut, dass mir das wenigstens einer mal erklärt, wie das hier zusammengestellt ist. Ja, ist ja. Also, da müssen wir dann nur gucken, welches für die Vorder- und welches für die Hinterachse ist. Also, so macht es erstmal gar nicht so einen unhochwertigen Eindruck, muss ich dir sagen. Gut, das hier hätte man jetzt ein bisschen besser machen können, dass das hier nicht komplett verkantet. Ja, ich war auch überlegen, ob ich wirklich TH Technics oder FK, also die beiden standen bei mir so jetzt auch natürlich im geldlichen Sinne in Betracht, weil die manchmal ungefähr gleich kosten, sag ich jetzt mal. Das FK kostet, glaube ich, auch 200. Junge, was haben die hier gemacht? Das ist ja der Bausatz hier. Das ist fast wie früher, weißt du? Jetzt bin ich wirklich mal hier komplett zu blöd. Achso, weil das hier so drüber gespannt ist. Reiß raus. Scheißegal. Oh Junge, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Okay, auf jeden Fall haben wir zwei Federn, da müssen wir gleich gucken. Das macht hier komplett sauer. Da hier noch so ein Vorspann. Nee, das sind die gleichen Federn, doch. Das sind doch die gleichen Federn, also doch nicht im Set. Okay, das sieht besser aus. Das werden die Federn für die Vorderachse sein. Die sind nämlich meistens wesentlich schmaler und länger. Also was? So. Hier hast du hier einmal, das sind wieder zwei Stück ineinander. Wir gucken uns das gleich nochmal an.
Und die werden dann hier noch drauf montiert. Und du hast hier zum Beispiel so eine genannte Vorspannfeder. Denn das Fahrwerk geht tatsächlich, haben wir gesehen, du hast mir auch geschrieben, welches du kaufen sollst. Da habe ich gesagt, nicht das hier. Und du hast es gekauft. Ich hoffe, gekauft. Ah, jetzt sind wir hier. Du hast hier noch eine Vorspannfeder. Das ist, da das Fahrwerk sehr, sehr tief geht. Du siehst, du hast hier relativ viel Restgewinde dran, ne? Also, wie viel Tieferlegung konntest du? Ich glaube, 10 cm sind angegeben, genau. Ne? 10. Alter Schwede. Gut, was jetzt hier zum Beispiel ist, was ich dir erzählt habe von der Hochwertigkeit. Genau. Du hast verschiedene Fahrwerke. Du hast nämlich 50 mm Klemmdurchmesser und 55. Jetzt haben die sich das einfach gemacht und fürs 55er gibt es einfach so eine Hülse, die du da drauf steckst. Das ist jetzt so gelöst, wo ich sage, kann man so machen. Dann haben sie hier einen Verstellring mit angeschweißt, damit die Hülse nicht nach oben rausrutschen kann. Dann die Hülse in Position bleibt. Das wird alles funktionieren. Ihr könnt eigentlich das, was ihr mit TÜV bekommt in Deutschland, das hat irgendjemand abgenommen nach irgendwelchen Kriterien und das wird nicht zu einem Unfall führen. Das muss man natürlich mal dazu sagen, weil viele jetzt hier ja auch haten würden, TH Technics und so, brauchst einen Unfall. Das wird nicht passieren, denn diese Sachen sind alle abgenommen. Da kann nichts passieren, ne? Und du hast ja verschiedenste Gutachten, die genau. So ein Fahrwerk, glaub mir, das wird sehr, sehr krass getestet, bevor das irgendwo in so einen Bereich kommt. So, dann haben wir hier einmal Domlager vorne, hinten dabei, ne? Genau. Wunderbar. Kurz einmal die Schrauben. So, und hier sind nur noch die Federbeine drin. Genau. Ja, ich würde sagen... So Leute, jetzt habt ihr den kurzen Einblick gesehen vom Fahrwerk. Justin hat euch einiges erklärt, wovon ich keine Ahnung habe. Und ja, jetzt könnt ihr einmal, ist unten verlinkt, zu Boost Company rübergehen, also zu Justin. Da seht ihr den finalen Einbau vom Golf 5 Fahrwerk. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei Justin vorbei, haut da rein.